Herr Cardonau, die Umsatzerwartungen im vergangenen Geschäftsjahr wurden nicht ganz erfüllt beim organischen Wachstum. Woran lag's? Das lag unter anderem daran, dass wir bei einem lokalen IT-Rollout in Nordamerika Lieferprobleme ausgelöst haben. Es lag aber auch daran, dass wir ein Opfer wurden des Handelskonfliktes USA-China bei einem unserer Werke in China, das in die USA exportiert. Die Profitabilität wurde gesteigert. Welche weiteren Effekte können Sie hier fürs laufende Jahr verbuchen? Ja, wir haben die Profitabilität weiter gesteigert. Dadurch können wir auch wieder die Dividende erhöhen und das trotz hohen Investitionen in Produktentwicklung und in die Informatik. Für das laufende Jahr wollen wir die Marge weiter steigern. Also wir wollen besser werden als 15,9% EBITDA. Die Konjunktur spielt im Moment ein bisschen in die Gegenrichtung. Was ist nötig, damit Sie Ihre Mittelfristziele erreichen können? Es ist tatsächlich so, dass derzeit ein volatiles Umfeld herrscht und auch die Visibilität hat sich reduziert. Für die 18% EBITDA, die wir mittelfristig anpeilen, brauchen wir allerdings auch etwas Rückenwind von der wirtschaftlichen Situation her. Sie sind auch bei Akquisitionen in den vergangenen Jahren sehr aktiv gewesen, haben auch das Portfolio bereinigt. Wollen Sie den Weg weitergehen? Das wollen wir tatsächlich. Sie haben recht, wir haben akquiriert und divestiert und damit das Portfolio bereinigt. Und wir wollen weiterhin Teil der Konsolidierung unserer Industrie sein und bleiben.